Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Games und Ramen. Ich bin der Bo und heute geht es um einen Aufstieg von einem Bücherwurm. Aber ihr müsst gar keine Angst haben, weil niemand muss lesen. Wir können einfach geniessen und zwar, es ist ein Anime und der Sad hat ganz vieles zu erzählen. Hallo zusammen. Fangen wir doch gerade an. Aufstieg von einem Bücherwurm. Genau. Der deutsche Titel auf Englisch Ascendance of a Bookworm. Ich kann es noch nicht aussprechen, darum habe ich es die ganze Zeit. Ascendance, ne? Ja, Ascendance. Ja, ein kleiner, herziger Anime, wo ich per Zufall auf YouTube drauf gestossen bin. Ich war ein bisschen Mummenserver und hat mir mal wieder ein Film vorgeschlagen. Und dort ist es darum gegangen, dass einer erzählt hat von einem Anime, wo er gesehen hat, wo so sein Lieblingshit war vom 2019. So ein bisschen Fantasy im Isekai-Genre und er steht auch auf Isekai, wie ich auch. Ich finde sie super, ich habe nie genug bekommen von denen. Was ist denn Isekai-Genre? Das ist eben das von Leuten, die irgendwie zum Beispiel sterben und in einer Fantasy-Welt oder Parallelwelt oder sonst irgendeiner Welt von einem Buch, Spiel oder wie auch immer wiederbelebt werden und dort vorkommen oder einfach sonst irgendwie durch ein magisches Portal fallen und dann in einer so einer anderen Welt vorkommen. Das ist so ein bisschen Isekai-Genre. Der Vorgang hat einen eigenen Namen. Ja, genau. Das sind einfach immer die typischen, du weißt, sie sterben grandios. Oder durchs Portal oder irgendwie kommen sie in eine andere Welt hier. Und in der Regel haben sie ihre Erinnerungen auch, falls sie gestorben sind oder wie auch immer, an ihr Leben voran. Und meistens auch haben sie spezielle Fähigkeiten oder sind stärker als die Normalos, die in dieser Welt leben. Also sind meistens in irgendeiner Art und Weise überlegen. Das ist so ein bisschen Isekai, kurz beschrieben, würde ich sagen. Also es würde auch dann ein, wäre schon in die Richtung, oder ist das schon ich hätte jetzt gesagt, eher nicht so direkt, weil es halt wirklich nur sie sind. Es gibt schon auch Serien, eben, wo sie Protagonisten plötzlich in einer virtuellen Welt sind, aber nicht irgendwie am Game oder so mit einer Brille auf, sondern auch plötzlich passiert irgendetwas und sie sind in echt in dieser Welt drin. So, wow. Aha. Aber das mit Sword Art Online, ja, denke ich, ich weiß nicht, ob man das kann dort einräumen kann, weil sie sind ja immer noch in der echten Welt drin, sie sind ja... Also es hat so einen Sterbeprozess, der muss stattfinden irgendwie. Ja, ich sage so, ihr physischer Körper, hätte ich jetzt gesagt, muss in reell sich in dieser anderen Welt befinden. Ah. Und nicht nur, wie in Sword Art Online, dass einfach, ihr Körper ist immer noch in der echten Welt versessen. Also. Hätte ich jetzt mal gesagt, ja. Aber ich habe nichts irgendwie von dem Anime gehört, wo der in dem YouTube-Clip erzählt hat. Ich habe ein bisschen zugelassen und gefunden, tönt noch interessant. Und wenn der von dem so schwärmt, kann das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Ich gebe dem doch auch mal eine Chance. Ja, weil das ist eigentlich letztes Jahr rausgekommen, Ende Jahr so, Oktober bis Dezember ist es gelaufen. Man kann es auf Crunchyroll anschauen, zum Beispiel. Aber ich denke einfach japanisch mit Untertiteln. Mhm. Ich weiss nicht, ob es irgendwie auf Englisch auch draussen ist. Ich glaube es nicht. Und auf Deutsch wird es wahrscheinlich noch ein Moment dauern, falls es übersetzt wird. Es kommt vom Studio, jetzt will ich es nicht aussprechen. Ich weiss nicht, Ayado oder Achado. 1978 gegründet worden mit Hauptsitz in Tokio. Ich kenne es von einem von den neueren Animes How Not to Summon a Demon Lord. Und ja, momentan aktuell ist Season 2 am Laufen. 8 von 12 von vermutlich 12 Folgen sind draussen. Und das Ganze ist vom gleichnamigen Light Novel adaptiert worden. Und anfangen tut das Ganze in Folge 1 mit einem kleinen Mädchen, wo man sieht. Mit langen, schönen, blauen Haaren. Wo im Bett liegt und, so wie es aussieht, krank ist, fiebert, Fieberträume hat. Und sie verwacht und plötzlich denkt sie, wo bin ich da? Was, wie? Steht sie auf. Der Boden ist Holz, staubig, ja, nicht so sauber, wie wir das uns heutzutage in den meisten Fällen gewöhnt ist. Und
sie ist ein riesen Bücherwurm. Wie der Name auch sagt, sie ist ein richtiger Büchernerd. Kommt ihr dann in Sinn? Weil in diesem Fiebertraum sind ihre Erinnerungen aus ihrem vorherigen Leben zurückgekommen. Und in diesem vorherigen Leben war sie die Motoso Urano. Eine junge Frau, die eben auch absoluter Büchernerd ist, das Studium erst gerade noch abgeschlossen hat und als Bibliothekarin einen Job gefunden hat, eigentlich so ein bisschen ihr Traumjob. Umgeben von massenweise Büchern und sie liest alles einfach, wo ihr in die Hände kommt fast. Und gestorben ist sie dann, kommt ihr auch in Sinn, durch ein Erdbeben. Japan, ja, hat halt ab und zu mal ein Erdbeben. Und die ganzen Büchergestelle sind eingestürzt und sie ist unter den Büchern begraben worden. Und das Letzte, was sie noch gemacht hat, ist ein Stossgebet an Gott gesendet, von wegen, falls ich wiedergeboren werde, wie auch immer, bitte, ich brauche Bücher, ich will mit Büchern zusammen sein. Und ja, dann ist sie in diesem Raum drin, tut dann mal inspizieren. Aber ist ein kleines Mädchen, nicht mehr die Jungfrau, Fifi, um genau zu sein, ist sie. Und das Erste, was sie macht, ist denken, wo sind die Bücher? Dann sucht sie den Raum durch, kämpft schon damit, überhaupt aus dem Raum zu kommen, weil sie fast nicht an die Türklinke rauf mag. Dann draussen fährt sie auch weiter zu suchen. Oder ist gerade in dem Moment Mutter rein, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall fährt die Mutter mit ihr auch reden, sie kommt rein. Und sie denkt, er versteht einfach nur so bla 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 und denkt, hä, was redet ihr mit mir, hä, wer ist das, hä? Und dann macht sie also plötzlich so, zack, und sie versteht sie. Und dann kommen wieder ihre Erinnerungen von dem Mädchen, wo sie ist, wieder alle sind. Die hat sie mir für einen Moment vergessen. Und dann versteht sie und weiss, ah, das ist meine Mutter. Aber eigentlich kannst du sagen, so ihre Persönlichkeit von dem Mädchen, wo sie ist, namens Mein, ist in dem Moment, wo sie den Fieberkrampf gehabt hat, verschwunden. Sie hat dann quasi wieder ihr Ich aus dem früheren Leben, wo, wie sagst du, Trollen übernommen hat. Und sie hat dann einfach noch die Erinnerungen von dem Leben, wo sie in diesen 5 Jahren als Mädchen dort gelebt hat. Okay. Mit allem drum und dran. Ja, sie ist ein sehr gebrechliches Mädchen. Hat oft so Fieberanfälle. Wird bewusstlos immer mal wieder ab und zu, ist relativ schnell außer Atem. Aus dem Grund auch. Und dann erfahrt sie relativ schnell, dass es die ganze Wohnung nirgends ein Buch gibt. Mutter fragt so, Bücher, was? Wie? Was? Bücher? Und sie denkt, was? Nein. Irgendwo muss es Bücher haben. Wo es ihr dann ein bisschen besser geht und sie mal rausgehen darf, geht sie mit der Mutter am Markt. Die Mutter muss ein paar Besorgungen machen, nimmt sie auf die Schultern. Oder einen Rücken nennen. Und dann sieht sie am Markt, hat sie natürlich Ausschau, ob sie irgendwelche Bücher findet oder so, oder nur schon Schriftzeichen. Und sieht dann einfach, dass dort an den Schildli irgendwelche Kritzeleien sind, wo die Zahlen darstellen. Dann hat die Mutter ihr erklärt, das ist die Zahl, das ist die Zahl. Und ja, mit ihrem Wissen und Geist von einer jungen Frau von ihrem vorherigen Leben hat sie relativ fix die Zahlen im Griff gehabt, gewusst, was welche Zahlen sind und wie das funktioniert, das Zahlensystem und alles. Hat dann aber auch wieder so einen Schwächenanfall gehabt, glaube ich, fast jetzt. Und die Mutter schon gedacht, ah, ich muss wieder umkehren, mit ihr heimgehen. Und hat sie aber gesagt, nein, look, Mutter, lass mich doch da unten. Bei dem Laden da unten, hat sie dann mit der Dame, die im Laden geschafft hat, gesagt, sie darf da ein bisschen höckeln und ruhig sein und sie wird sich benehmen. Und eben bis die Mutter wieder zurückkommt und die Dame hat gefunden, ah, das ist ein herziges Mädchen, Mama, du darfst schon da so, gehen Sie nur posten, hat die Klasse der Mutter gesagt. Und dort hat sie dann in dem Laden das erste Buch entdeckt, in einer, so einer Vitrine innen verschlossen, mit dem Besitzer, der vorne dran war. Und sie so, ah, gestaunet und so schön verziertes Buch und mit ihm über das Buch geredet und gefragt, ob sie es nur mal anlängen darf oder in der Hand haben oder von Nähem anschauen. Und er sagt, ah, nein, das ist von einem Adligen, das Buch. Das ist nur ein Pfandleihgabe, weil er jetzt Schulden bei ihm und sobald er die Schulden zurückgezahlt hat, geht er das Buch wieder zurück. Das Adel hat schon immer Schulden. Ja, die können einfach manchmal nicht rausgehen mit dem Geld.
Und das ist viel zu wertvoll, das Buch. So erfahrt sie dann, dass eigentlich wirklich nur die adligen Bücher haben, dass es wirklich etwas ist, ein Luxusartikel, was sich der Normalbürger niemals leisten könnte. Und das, sagen Sie, das Höhepunkt, was in Sachen Schreiben, Lesen anbelangt für einen Normalbürger, sind Pergamentpapier. Pergament, wo aus Tierhaut hergestellt wird, wie man das von uns früher her auch kennt, wo es noch keine Bücher gegeben hat. Ja, und zu ihrer Mutter noch, die Eva. Sie ist, glaube ich, Näherin gewesen von Beruf. Das hat dann noch Einfluss auf die Geschichte. Auf jeden Fall geht sie dann zurück wieder heim. Mit einem neuen Ziel vor Augen. Irgendeinmal selber können Bücher herstellen. Oh, ja. Und sich den Traum erfüllen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir so ein bisschen die Einleitung haben und wissen, um was es wird gehen. Und ja, noch so ein paar Details. Aber es ist kein Alltagsdrama, wie du gesagt hast. Es hat schon ein bisschen traurige Stellen dazwischen. Ab und zu habe ich doch mal ein bisschen Augenwasser bekommen. Und ich habe es sehr gut gefunden. Und das sage ich jetzt, weil ab jetzt werden wir in harte Spoiler-Part übergehen, wo wir wirklich werden die ganze Story aufschlüsseln. Und genau darüber reden. Darum für die, die jetzt über die kleine Einführung gefunden haben, vielleicht wollt ihr auch mal reinschauen und eine Chance geben. Drückt doch einfach Pause, gebt euch die Serie, wenn sie euch packt, kommt zurück und hört, was wir darüber zu erzählen haben, ob wir gleicher Meinung sind, ob wir das auch so erlebt haben. Und die sagen, es klingt interessant, aber ich schaue sie nicht, hört doch einfach weiter, hört euch Geschichte an, vielleicht findet ihr im Nachhinein noch, was das gleich mal in Bild und Ton gesehen, wie das abgeht. Sonst wird nicht jugendfrei, so also bleiben dran. Genau, es kommen Brüste und alles vor. Ach schon? Nein, oh. Nein, das schon nicht. Also, dann gehen wir weiter jetzt. Wieder daheim hat sie dann eben nach dem Ziel mit der Bücherherstellung stört sie zuerst mal ihre Haare. Ich weiss nicht, wie das ist so. Ich habe noch nie so lange Haare gehabt. Auf jeden Fall, damals halt, haben sie noch kein Shampoo gehabt, kein Haarwaschmittel und dergleichen. Und sie findet einfach so, das geht gar nicht mit diesen Haaren. Ich muss irgendetwas dagegen machen. Aus dem früheren Leben her könnte sie noch, sie weiss, wie man die Shampoos herstellen, selber. Oh. Und zwar nimmt einmal, glaube der Vater, und der Vater übrigens der Gunther. Sie haben ein bisschen lustige Nebenteils da. Ist ein Soldat und der Chef bei der Torwache. Sie sind in einer etwas grösseren Stadt drin, mit auch so verschiedenen Viertel, reichen Viertel, normalen Viertel, wahrscheinlich gibt es noch ein Bettlerviertel oder so. Und die haben verschiedene Tore, wo die Leute reinkommen in die Stadt. Und von einem von diesen Toren ist der Vater der Chef, der Torwache. Und sind sie wieder zurückgekommen und haben so Früchte mitgebracht gehabt. Ich habe zuerst gedacht, das sind doch Avocados. Das sind sie aber, glaube ich, nicht gewesen. Aber sie hat zumindest auch gefunden gehabt, das Mädchen, also die Mainz, wegen, das sieht aus wie Avocados bei uns. Und die dann das pressen und das Öl daraus gewinnen. Und dann fragt sie so, darf ich echt auch ein paar auspressen und ein bisschen Öl für mich haben? Und sie so, ja, darfst du auch. Und dann tut sie mit dem Öl zusammen mit feinen, duftenden Kräutchen mischen und hat schon so das erste einfache Shampoo hergestellt. Dann tut sie mit dem Torwäsche bei ihr. Dann kommt sie vor und ihre kleine Schwester, ihre ältere Schwester, aber sie ist auch klein. Die ist ein Jahr älter als sie, Tuli. Die findet auch so, wow, du hast auch so feine Glänzungs und wow, super fein duftende Haare. Darf ich auch? Und dann sind sie ja sicher, schau eben, dann hat sie die Haare noch die Haare waschen und dann hat sie die Schwester auch eine Freude. Und dann kommt die Mutter rein, das ist fast ein bisschen eifersüchtig. Und dann tut sie der Mutter auch noch die Haare waschen und dann sind alle Frauen richtig happy, weil sie so schöne, duftende, glänzende, siedige Haare haben. Ich könnte eigentlich Werbung machen für Shampoos. Ja, ihr seid die glänzendes Haar. Und der Vater, der heimkommt, hat dann natürlich noch mehr Freude, als er seine Frau gesehen mit diesen sexy Haaren. Nein, ich habe kein Haar von ihr Fetisch. Ja, irgendwie von nichts. Aber mal nicht ganz an. Schöne Haare, schöne lange Haare habe ich gern. Mhm. Auch mit Zöpfen gefallen mir so einen schönen lange Zopf hin. Okay, ja, das ist schön. Bevor ich mich dann noch zu weit ins Zeug rede. Ja,
Und weiter geht's dann auch mit den Resten, glaube ich, von diesen Avocado-ähnlichen Früchten, sagen sie, ja, pff, das schmeißen wir jetzt raus, das ist Vogelfutter, mehr nicht. Und sie finden dann, aber warte, das kannst du doch noch brauchen, ich habe eine Idee. Und dann macht sie nachher aus diesen Resten so eine Pampe und daraus macht sie dann so eine Art Omelette oder eher so in Richtung Pancakes, die dicken Omelette, so ein bisschen wie man sie in den Staaten nennen könnte zum Beispiel. Mit was genau macht sie das? Mit diesen Avocado-Resten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Avocado-Schale, Pancakes, Ja. Das, man kommt es ein bisschen kötzlich. Also nicht die Schale, weißt du, sie tun es auspressen und du hast schon gleich noch die Frucht. Ja, einfach, es sieht sicher, sieht sicher schöner aus im Anime, als ich es mir gerade vorstelle. Ja, es sieht aus wie feine Pancakes. Auf jeden Fall köchelt sie die dann für sie und die Familie ist begeistert. Zuerst denkt sie, was, wir sollen Vogelfutter essen. Probieren und dann finden sie, oh, okay, Mo, ist richtig gut. Und ein Kollege von ihr ist auch noch mit, der Lutz. Der ist eben in ihrem Alter, ja. Oh, und weiter auf ihrem Weg ist dann als nächstes, damit sie irgendwann Bücher machen kann, muss sie zuerst mal können lesen und schreiben. Und dann überlegt sie, wie sie das kann, von wo sie das kann lernen. Dann kommt sie auch mit dem Vater mal mit zu der Torwache führen. Dort lernt sie den Otto kennen. Das ist auch einfach so ein Torwächter, dem Vater unterstellt ist. Und wo so ein bisschen für das Schriftliche zuständig ist. Und jetzt sind zum Beispiel irgendein neuer Händler in die Stadt reinkommt, dann irgendwelche Dokumente hat, wo zum Beispiel die Empfehlung ist von einem Adligen, wo sagt, wo ihm das Empfehlungsschreiben ausgestellt hat, mit durchlesen, schauen, sind die Siegel korrekt und alles, und dann sagt, okay, ist gut, darf Schienen passieren oder nicht. Er und, ist Firewall. Ja, Witz wie der Firewall, genau. Und er sagt ihr, dass er sich auch ein bisschen lesen und schreiben beibringen, wenn er will. Nebenbei hat er noch so einen Rechenschieber aufgestellt. Und muss er noch auch irgendwelche Rechnungen machen. Ich weiss nicht, was es geht, Inventar oder was. Und dann schaut sie die ja auf dem Pergament und weil sie die Zahlen schon kennt und weiss, wie man rechnet von innen her, sieht sie relativ schnell, dass das eine oder andere falsch ist und sagt sie, du Otto, das ist dann, wäre das und das und das wäre dann so und dann kontrolliert es nochmal und dann sagt, ah, tatsächlich, du hast recht. Woher kannst du denn rechnen so gut und kannst nicht mal lesen und schreiben? Sie sagt, ja, Mutter hat ihr Zahlen beigebracht, aber darum kann sie rechnen. Und vor allem hat sie dann das nicht mit dem Rechenschieben nachher gerechnet, sondern wie wir sie in der Schule lernen, schriftlich aufrechnen, genau, von Hand. Und er so, und das hast du schon in Rechenschieber gemacht? Sie so, ja, ich weiss nicht, wie man einen Rechenschieber bedient. Und dann ist er ja begeistert, lernt ihr dann immer mal wieder ein bisschen lesen und schreiben. Sie kann halt nicht täglich kommen, weil sie gebrechlich und ein bisschen schwach ist. Das ist ein kleines Problem. Und dann macht sie sich die nächste Überlegung in Richtung Buch, aus was du mich das Papier herstellen. Und dann denkt sie, ich könnte doch wie die alten Ägypter Papyrus herstellen. Und dann die Idee kommt, wo sie daheim mit Mutter und Schwester zusammen tut Körbe flechten. Dort ist sie natürlich auch, weil sie es von früher her kennt, super gut und macht schon schöne Muster und Körbe und Sachen. Und ihre ältere Schwester ist voll deprimiert, dass ihre junge Schwester einfach sehr viel besser ist als sie. Und dann sagt die Mutter so schnell, um sie zu trösten, so, ah, keine Sorge, du willst doch eh Näherin werden, das ist dein Talent. Und so. Und da kommt eine Idee eben vom Flechten her, das Papyrus, es wird, glaube ich, auch mit den Fasern, Pflanzenfasern, die ineinander so weit geflechtet werden. Also so ist es zumindest so ein bisschen erklärt worden im Anime. Und dann hat sie das angefangen, mit Pflanzenfasern auseinander, das Zeug, also das Papier zusammenflechten, über Tage hinweg. Und dann hat sie vielleicht irgendwie so ein kleines Stückchen gehabt, vielleicht 4x4 cm gross. Und ist dann verzweifelt, hat es hergerührt und gesagt, nein, das muss ich vergessen. Da bin ich ewig dran, für nur eine einzige Seite herzustellen. Ich muss irgendetwas anderes haben. Überlegt sie, was könnte sie sonst noch machen. Und dann kommen ihr Steintafeln in den Sinn. Also eigentlich sind es Tontafeln in der Regel, aber dann sagt man Steintafeln, wo man von Mesopotamien herkommt, wo die Sumerer noch mit ihrer Keilschrift geschrieben haben, an und dazumals. So eine von den ersten Schriften überhaupt. Aber damit sie an den Ton kommt, muss sie aus der Stadt rauskommen, irgendwo ein bisschen
aufs Land, in den Wald. Und dort darf sie nicht hin, weil sie zu gebrechlich ist. Wenn nämlich ihre Schwester und die Kolleginnen und Kollegen gehen. Dann sagt der Vater, nein, schau, solange du eben in diesem Zustand bist, darfst du nicht in den Wald. Und dann fährt sie von trainieren, dann fährt sie immer mal wieder mit dem Vater oder mit ihrem Kollegen, mit dem Lutz zusammen richtig durchführen. Zum Motto gehen, zum Weiterlehren, lesen und schreiben. Und irgendwann schafft sie es dann, dass sie bis ins Tor führen mag laufen, ohne Pause machen und ohne, dass sie muss gedreht werden oder zusammengeht oder wie auch immer. Und dann kommt sie die Erlaubnis über. Und dann geht sie das nächste Mal eben mit ihrer Schwester und den anderen Gespähnchen in den Wald. Dann tut sie dort schon ein bisschen Ton sammeln, tut dann von Tafeln formen, dann von drei Kritzeln da, mit den ersten Wörtern, die sie schreiben kann. Und dann muss ich aber zuerst warten, bis sie noch ein bisschen trocken sind. Und bevor es dann so weit ist, kommen dann die anderen Kinder zurück und denken dann einfach so Tafeln, so Vierecke, die so am Boden verteilt sind. Sie so, oh, wow, Spiele, und fangen dann auf der Tafel nochmal gumpen, von Tafel zu Tafel. Und sie, nein, was machen ihr, was machen ihr? Verzweifelt halben und voll von brüllen. Die ganzen Anstrengungen nach so langer Zeit, wo sie endlich in den Wald gehen und die Tontafeln herstellen, wieder für nichts ist. Und dann beruhigt sie den Lutz, ihren Kollegen. Und erklärt sie ihr, dass das keine Spiele war, was sie da gemacht haben, sondern, ja. Und dann helfen alle zusammen hier gemeinsam wieder so Tafeln herstellen, tut sie wieder kritzeln. Nachdem sie ein bisschen trocken sind, nimmt sie mit heim, und tut sie halt, wie man so Ton bearbeitet, Tontöpfe und so, tut man sie auch im Feuer innen, wie sagt man, aushärten oder so. Feuchtigkeit rausgehen. Und das ist, glaube ich, auch zum Teil ein heikler Prozess, aber ich weiß nicht, auf was du musst achten, ob es am Anfang nicht zu mit dem Feuer haben oder langsam erwärmen oder so. Aber wenn es jetzt heisst, schneller werden, dann kann es springen, was dann auch der Fall ist, und die Tafeln sind zersprungen. Oh. Und ihre ganze Bemühung ist wieder sprichwörtlich für den Arsch. Das ist so anstrengend. Ja. Und dann denkt sie, okay, ich muss mir wieder etwas anderes einfallen lassen. Da kommt sie, eigentlich könnte ich auch einfache Holztafeln machen und auf die Holztafeln drauf schreiben. Und dann geht sie mit dem Lutz zusammen wieder in den Wald. Dann nehmen sie so Holzstückchen, tun die Oberfläche schön glatt ab, wie sagst du, abschälen mit dem Messerli. Und zum Schreiben wird sie dann mit Ton, mit der Tonerde und Asche so eine schwarze Farbenart herstellen. Mhm. Und dann sammelt sie die Holzbretter, nimmt sie mit heim, tut sie bei ihnen ins Lagerräumchen tun. Und wo sie nachher wieder kommt und will weiterfahren, sind die Bretter nicht mehr rum. Und nachher sucht sie überall, dann kommt sie raus und der Mutter sucht irgendetwas. Und sie so, ja, ich suche meine Holzbretter. Sie so, ah, die du für uns gesammelt hast, danke für mal, ich sie vorhin gebraucht gehabt zum Anführen. Und sie wieder am Übergehen, sie ist so kurz die Augen, so ein bisschen, wie sie die Farben verändert haben. So. Es ist so arsch. Kurz vor einem Nervenzusammenbruch und Wutausbruch und Flennen. Ja, und dann denkst du wieder, das arme Mädchen, wieder ist alles für die Katze gewesen, die ganzen Anstrengungen. Und dann kommt ihre Schwester, Tuli, wird der Sibni. Und mit Sibni haben sie so eine Art, ich vergleiche es jetzt mal mit uns, so eine Art Firmung, wo wir so mit plus minus 16 umeinander haben, da, bevor wir da ins Berufsleben kommen. Und dort ist es dann auch so, wirklich, nachdem sie die quasi Firmung haben mit Sibni, fangen sie an, zu arbeiten. Also beziehungsweise als Lehrling oder Gehilfe oder wie auch immer, fangen sie an, in dieser Berufsrichtung, wie auch immer, wo sie da können. Und, ja. Und dann sind sie dort irgendwie auch, die Mutter ist, glaube ich, schon ein bisschen am Nähen und am Stricken und Zeugs. Und dann denkt sie, wenn ich so zwei kleine Holzstöckchen hätte, könnte ich eigentlich etwas sticken. Weil das hätte sie früher gut können in ihrem alten Leben. Und dann tut sie nachher so Holzstöckchen schnitzen und dort so ein schönes Muster, wie auch immer, sticken für als Haarschmuck. Ja. Wo sie dann ihre Schwester schenkt, dass sie das gehabt, die Firma kann. Sie so, wow, sehr schön, so etwas haben sie noch nie gesehen. Oder die Technik, Sticktechnik haben sie auch nicht gekannt. Stricktechnik. Oder ist es Stick oder Stricke gewesen? Ja, frag mich nicht. Was ist denn der Unterschied? Frag mich das auch nicht. Ah, ja, da können wir es nie rausfinden. Auf jeden Fall.
ist dann soweit, die Firmung findet statt und dann gehen die Kinder einfach zusammen dort in die grosse Kille, Tempel, was auch immer genau das ist. Und dort wird dann ihnen der Glauben erklärt, eben da mit den Göttern und wie die entstanden sind und all das Zeugs. Und ja, und sie ist dann halt mit diesen schönen Haaren, die sonst niemand anders hat in der Familie, ausser eben sie. Und der schöne Haarschmuck ist sie so ein bisschen der Hingucker gesehen, oder? Alle so, wow, wow, die hat auch schöne Haare und der Haarschmuck und wow. Und dann ist sie auch wieder bei Otto unterwegs, wieder mit der Lehre lesen und schreiben. Der Otto hat dann gefunden, sie ist in der Zwischenzeit schon so eine grosse Hilfe, sie kann quasi als seine Assistentin so inoffiziell arbeiten, weil sie eigentlich noch nicht darf offiziell Arbeiten verrichten, so in dem Stil. Und es sind dann auch andere Kinder, die dort gekommen sind, von lesen, schreiben haben, wo sie dann mit den heutigen, also bei uns bekannten Lernmethoden, dann ein bisschen geholfen hat, damit sie sich ein bisschen motivieren und so, und ein bisschen assistiert. Ja, und das Problem ist einfach, dass sie immer mal wieder zusammengeklappt ist. Wieder plötzlich einen Fieberanfall aus dem Nichts bekommen hat. Aber wieso? Das haben sie sich dann auch gefragt, was das könnte sein, und dann ist dann irgendjemand mal auf die Idee gekommen, dass es ein Verdacht auf sogenannte Zerfressung gefallen ist. Zerfressung? Sie haben es ihren Leuten davon gesagt, oder die Eltern so, aber dann auch gesagt, es könnte vielleicht etwas sein. Ja, und zwar mit dieser Zerfressung hat es auf sich, dass dort auch irgendwie Magie ein bisschen weit existiert in dieser Welt. Und dass Normalbürger, die ein bisschen mehr Magie beherrschen oder in sich tragen, dass die dann früher oder später von dem Magieüberfluss quasi wie überfordert sind, wie innerlich explodiert, wie zerfressen werden, quasi dann sein mit dem Sohn. Dann stirbt es früher oder später. Oh nein! Ja, und im Adel hast du das Problem nicht so direkt, weil die haben zum Teil magische Artefakte irgendwie, die sie können einsetzen können, um die Magie aus dir rauszusaugen, quasi wie abzuschöpfen. Die wachsen aber mit der Zeit wieder nach, füllt sich wieder auf und dann zumindest regelmäßig noch mit irgendwelchen Magiegegenständen, aber wo als Normalbürger gar nicht bekommst und dich auch niemals könntest leisten. Und ich weiss auch nicht, ob der Adel dann irgendwie einst lehrt, mit der Magie irgendwie umzugehen, dass sie dann das gar nicht brauchen, weil sie dann wissen, wie sie die Magie selber abgeben können, mit irgendwelchen Magie-Kunststücken oder was auch immer die dann machen. Das ist der so ein bisschen der Hintergrund von dieser Zerfressung. Und zu der kommen wir dann noch später weiter. Weil dann eben ihr Freund, der Lutz, der hat einen Traum, er will Händler werden, sobald er dann 7 wird. Also in die Lehre gehen als Händler, sagen wir so natürlich. Aber wieso müsst ihr so jung in die Lehre gehen und arbeiten? Ja, früher das Leben ist kein Ponyhof gesehen in der Zeit. Das ist so. Wir haben bis vor kurzem, also gut, das haben wir ja auch heute noch irgendwo in Indien, irgendwelche Kinder, die da in den Kleiderfabriken arbeiten. Tja. Ja, auf jeden Fall sagt sie denen, du, sie könnte den Otto für ihn fragen, eben den anderen Torwächter, der ihr das Lesen und Schreiben beibringt, weil sie weiss, dass der jemand kennt, der Händler ist. Und das ist im Otto sein Schwager, der Benno. Und der ist nämlich ein grösserer Händler. Und eben, wo sie wieder so einen heftigen Fieberanfall hat und sie merkt dann auch so quasi, wenn sie jetzt aufgeben würde, ja, würde es jetzt fertig sein mit ihr, oder? Dann muss dagegen kämpfen, richtig. Und dort hält sich auch wieder fest an dem Versprechen, das sie ihm Lutz gibt, von wegen, ich habe ihm versprochen, dass ich probieren will, dass er irgendwie kann, seinen Händlertraum zu verwirklichen. Eben, weil er hat ihr erzählt, dass er die Stadt können verlassen, andere Städte, andere Orte gesehen, etwas von der Welt gesehen und ja, nicht nur immer da in der Stadt in Hause und so. Und ihr hat die Vorstellung auch gefallen, eigentlich, dass ein etwas von der Welt gesehen und neue Bücher entdecken und das Ganze natürlich, Schriften und so Sachen finden, andere. Ja, durch das sie sich gesagt, nein, ich darf jetzt nicht sterben, ich muss das Versprechen noch einhalten, ist sie mal wieder im Tod von der Schippe gesprungen da. Ist es dann später wieder ein bisschen besser gegangen.
Und dann werden sie dann wirklich mit dem Benno in Kontakt gestellt, hergestellt. Und er sagt dann quasi, okay, look, ich nehme euch, wenn ihr wollt, unter meine Fittiche. Wenn ihr, wie sie ihm eben gesagt hat, dass sie Papier herstellen will, das viel günstiger in der Produktion ist und einfacher, schneller herstellbar etc. Wenn sie das Papier kann herstellen eben bis zu dem und dem Zeitpunkt, dann nimmt er sie unter Vertrag. Weil sie hat dann auch vom Shampoo erzählt, das hat er auch am liebsten gerade wollen. Sie hätte, glaube ich, ihm ein Müsterli noch gegeben und dann hat er schon gefunden, okay, das Mädel hat irgendwie ein bisschen etwas im Kopf, die hat Ideen, die ist kreativ. Ich vertraue jetzt mal, dass die vielleicht so ein Papier herbringt, wo sie da vorredet. Und ja, dann ist ihr nächster Schritt, sie müssen irgendwie Geräte herstellen, was sie brauchen für Papierherstellung halt. Und dann brauchen sie Nägel. Unter anderem, oder, müssen sie irgendwo Geld auftreiben zum Nägel kaufen, was dort ja auch zu dem Zeitpunkt nicht gerade ein günstiges Ding ist, wie es bei uns heutzutage ist. Dann haben sie da von Zeug zusammenkramen, aber sie hätten schon ein bisschen Geld verdient gehabt, irgendwie für das eine oder andere Sache, die sie da verkauft hat. Benno erfährt dann eben, dass sie da das unter anderem sich erkundet haben nach elastischen, weichen Bäumli, die sie brauchen, für optimales Papier herstellen. Und gesagt, hey, kommen doch einfach zu mir. Es soll nicht scheitern an der Geräteherstellung. Sagt, was ihr braucht. Wir lassen das herstellen nach euren Vorgaben. Und dann könnt ihr euch komplett auf Papierherstellung nachher konzentrieren. Ja. Das Problem ist dann noch, sie brauchen eine provisorische Händlerlizenz, eben weil sie dann quasi Papier herstellt und in dem Benno quasi verkauft. Und er hat dann quasi das Monopol auf dann ihr Papier, wenn das klappt, und tut dann das mit Gewinn überall raustragen in seinen Händler-Connections und dort weiterverkaufen. Und für das gehen sie dann zum irgendwie Händler-Gildemeister Oberbonzenmann. Wo er sagt, ah, das ist so ein sturer Bock, das wird schwer, eine Lizenz bekommen für euch Kinder und so, provisorische. Und dann gehen sie dort hin und dann haben sie das Glück, dass im Händler Gildemeister seine Tochter, Frida, dass sie den Haarschmuck gesehen hat, wo sie ihrer Schwester geschenkt hat für da die Firmig-Event. Und unbedingt auch so einen hat wollen. Und nachher sagt so der Gildemeister, was, du hast das hergestellt? Also, okay, könntest du echt zwei von denen herstellen für meine Tochter? Sie hat jetzt dann auch Firmung. Und, ja, ich sag dir, sonst welche, wie sie sollen aussehen, so von der Farbe. Und sagt, ja, aber schau, lass mich das doch mit deiner Tochter zusammen anschauen, weil, sie hat sicher Vorstellungen, was sie gerne möchte haben, und dann können wir schauen, was sie für Kleider trägt und das auf Kleiderfarben abstimmen und alles. Dann sagt sie, okay, ist vielleicht nicht schlecht. Kommt sie so mit der Tochter von ihm in Kontakt, mit der Frida, und werden dann auch beste Freundinnen, kannst du sagen. Und dann tut sie ihnen auch zeigen, zum Beispiel eben, weil sie sagt, was, ihr habt eine eigene Köchin und so. Sie sagt, ja, natürlich und so, ja. Und dann, was, natürlich. Ja, ja, genau. Und dann zeigt sie dann ihnen aber auch, wie man den Kuchen backt. Und sie natürlich so als Mädchen und Köchin als Frau so Süßigkeiten, so, wow, ist das göttlich, wow. Und verrat sie ihnen, wie man das macht. Und die Köchin tut immer mal wieder einen Kuchen backen, wenn sie vorbeikommt, und probiert immer mal wieder mit anderen Zutaten so noch ein bisschen zu verbessern, den Kuchen. Und ja, das mit der Händlerlizenz hat somit geklappt. Und dann kommt der Winter. Und über Winter haben sie nicht mehr grosse Arbeit draussen. Und dann sagen sie, okay, sie tut daheim mit der Mutter und der Schwester zusammen mehr von diesen Haarschmucken stricken. Und dann tun sie das nachher verkaufen und machen so schöne Einnahmen nebenbei über Winter. Und dann hat sie dann plötzlich wieder so einen richtig heftigen Fieberanfall. Wirklich komplett am Boden bewusstlos und denkt schon, oh mein Gott, stirbt sie jetzt, oder? Wo sie wieder zu sich kommt, ist sie wieder bei der Frieda daheim, dem Gildemeister von den Händlern da unten, im Bett, und nebenbei ist dann irgendwie so ein Ring, wo sie an der Hand hat, der dann auseinandergeht, und dann erklärt ihr Frieda, dass es so ein Magiering ist, wo die Adligen haben, wo so Magieprobleme haben.
Und sie erklärten ihr dann auch eben, was das ist, dass sie so die Zerfressung hat quasi. Und dort erfahrt sie das dann wirklich, eben, was das Problem ist, was sie immer wieder hat. Und Frieda hat das eben auch. Und darum hat sie noch so einen Ring gehabt für ihn, der aber schon angebraucht war, hat schon einen Teil von ihrer Magie entzogen gehabt. Und darum hat er jetzt einfach noch eine Restenmagie von dem einen können entziehen, bevor er dann sein Limit erreicht hat und darum zerbrochen ist. Und der Gildemeister sagt also, ja, wir haben das schon gemacht, dich gerettet, aber weil alle darum gebettet haben. Mhm. Aber das kostet dich 3 Gold, so einen Ring. Ja. In dem Sinn, oder? Und er hat schon gedacht, oh, das kann sie sich nicht leisten. Und dann schafft sie nachher den Verein, oder? Und er hat auch gesehen, was für Potenzial das sie hat. Und hat sie am liebsten immer probiert abzuwerben. Und dann sie so, oh, sie hat schon ein bisschen Geld verdient mit ihrem Schmuck und Zeug, was sie verkauft hat. Und dann teilt sie da 3 Goldbar auf die Hand. Der ist auch verdammt nicht aufgegangen sein Plan. Hat auch so noch ein bisschen den Preis aufgetrieben gehabt. Hat alles nicht genützt gehabt. Ja, auf jeden Fall kommt sie dann wieder mit dem Benno, mit dem Händler in Kontakt und dann redet sie drüber. Er will sie eigentlich auch supporten und merkst, dass sie ihm auch im Herzen liegt irgendwo. Dann verkauft sie ihm dafür die Formel vom Shampoo, damit er ihr ein bisschen Geld geben kann. Und Papier, eben die Rechte, ich glaube, die alleinigen Rechte, dass er die Papier quasi vertreiben, irgendwie so. Oh. Etwas in dem Stil. Und die Tochter dort vom Händler, von der Frieda vom Gildenhändlermeister, die hat jetzt das Problem mit der Zerfressung gelöst, weil sie in Adel heiratet. Das ist eigentlich fast die einzige Möglichkeit, die du hast. Ach so. Ja, weil wenn du im Adel bist, dann kannst du an die magischen Artefakte reinkommen, zum Magie ableiten und alles drum und dran. Ja, und dann hat sie sich überlegt, aber es ist dann halt mehr oder weniger so ein, ja, fast in Zwangshochzeit, also unfreiwilliger Basis zumindest. Und mein hat es eigentlich nicht wirklich Bock gehabt, aber sich da irgendwo in Arl jetzt heiraten, nur wegen dem. Und das Problem ist dann auch, dass du dann im Adelsviertel lebst und noch sehr selten überhaupt deine Familie wirst können sehen, wenn überhaupt. Und eben, sie hat dort auch schon ihre Mutter und Schwester und Vater richtig lieb gewonnen und hat dann mit ihnen darüber gesagt, was Sache ist, was sie für eine Krankheit hat. Und ja, das ist nur eine Frage von der Zeit, ist, bis es zu Ende wird gehen. So. Und sie hat gesagt, sie wird eigentlich lieber mit der Familie zusammen sein, als so ein Zwangsleben führen, so unglückliches und alle wieder traurig. Und ja, das sind dann wirklich immer mal wieder so Momente, wo man wirklich auch so ein bisschen Augenwasser bekommt und denkt, ah, oh, das arme Mädchen und so. Und ja, voll vom Unglück gebeutelt und so. Haben es gut gemacht, so ein bisschen dort den Drama-Anteil, wirklich. Habe ich gut gefunden. Ja, und dann entschließt sie sich wirklich mit der Family, dass sie bei ihnen wird leben, nur solange es geht, glücklich. Aber kurz halt. Und dann kommt dann schlussendlich der Moment, wo sie 7 wird und die Firmung hat. Und dann haben sie auch den Einzug dort in die Kille, Tempel, was auch immer hier. Und dann siehst du, was hinter diesen Toren abläuft. Dann siehst du irgendwie die Priesterdiener und also Priester, Killendiener und irgendeiner, der so ein Pfarrer ist oder so, wahrscheinlich, wie er aussieht. Mit dem Hut und allem. Und dann erklärt er ihnen eben die Geschichte mit den Göttern, was das auf sich hat und irgendwie so eine Gebetsform und dann steht das auf einem Bein mit ausgebreiteten Armen und man hört, glaube ich, irgend so ein wow, irgend so ein Geräusch und sie verputzt es fast so und sie denkt so, oh mein Gott, wie lächerlich ist die Pose und so zusammenreissen und irgendwie so von lauter zusammenreissen geht sie wieder zusammen. Und verwacht sie wieder, liegt sie dort irgendwo in einem Bett drin, denkt, oh shit, bin ich wieder zusammengebrochen, ich muss schnell, bevor die Filmung vorbei ist, wieder ansäugen da. Dann geht sie auf raus, läuft durch den Gang durch und dann sieht sie so beim einen Gang, wo sie reinschaut, so einen grossen Raum voller Büchergestell. Und sie so, wow, was sind für Bücher da, ich muss es gerade davon lesen. Ich will gerade reingehen und dann macht es BÄM und sie stößt an so eine unsichtbare Magiewand her, wo sie davon abhält. Und dann sie so, ah, schlägt dagegen, ich will rein, ich will Bücher lesen. Und dann kommt so eine Killendienerin,
Und sie sagt, tut mir leid, aber du kannst doch nicht rein. Es können nur Kirchenangestellte, Kirchendiener und so können du reingehen. Und sagt sie, also wenn ich jetzt Kirchendienerin würde, dann könnte ich hier lesen. Und sie so, ja. Sie so, okay, ich weiss, was ich will. Ich will Kirchendienerin werden. Ja, dann hat sie dann das so vorgeschlagen, eben, dass sie gerne Kirchendienerin werden würde. Dann hat sie nachher gesagt, okay, gehst du zu den Eltern und sagst nicht das. Und wenn sie nicht einverstanden sind, dann soll sie es ihr sagen, also ihnen quasi als ein Pfarrer und so. Da tun sie schon erst mit den Eltern reden und so, dass es gut kommt. Und dann geht sie daheim und sagt, hey, wow, ich will Kirchendienerin werden. Und die Eltern komplett schockiert, was? Nein, kommt nicht in Frage, sicher nicht und so. Und sie sagt, was, wieso, was? Und erklärt es dann ihr eben, dass Kirchendiener in der Regel alles so, wie sagst du, ältere, obdachlose Kinder sind, die von der Strasse geholt worden sind. Ach so. Und ja, und dass dann die halt wirklich so ein bisschen die Gangos sind, die einfach nicht ihre Arbeiten verrichten und gleich noch das Herzknüppelleben führen, auch wenn sie da in den Kirchen sind und so. Und es gibt noch eine zweite Art von Kirchendiener, das sind die, die blau, in blauem Gewand rumlaufen, das sind die, die vom Adel herkommen. Das sind dann meistens solche, die irgendwie von der Adelsfamilie, die irgendwie sagen, ah, wir haben schon einen ältesten Sohn, der wird das Adelshaus weiterführen und wir brauchen nicht nur einen Schnorrer und dann schicken sie sich killen als Diener quasi. Und das sind dann aber die Privilegierten, die nicht so Drecksjob mitmachen und mehr Freiheit und alles haben. Und ja, und sie hat dann auch praktisch fast keine Möglichkeit mehr, ihre Familie zu sehen, auch dort, wo sie dann eigentlich fast nicht aus der Kinder und Umgebung rauskommt. Und dann sieht sie die und sagt sie, okay, gut, nein, der halt doch keine Kirchendienerin. Dann will sie eigentlich Bescheid geben, dass es nichts wird, die Kirche. Und eben, dass sie ihn nichts wird nutzen, weil sie Zerfressung hat und nicht lange wird leben mehr. Und dann sie so, schaut sich so an, den Pfarrer, und da der eine, die eben, glaube ich, so ein Adelsdiener ist. Oder sogar ist er sogar Priester, glaube ich, geworden. Der Typ, der andere, im blauen Gewand. Und holen einen grossen, goldigen Kelch für und sagen, längle mal den Kelchkant, dann längt sie den Kelchkant. Dann fängt er, glaube ich, so von hell leuchten. Ja. Und dann, weil er quasi die Magie von ihr absaugt. Und dann sehen sie, wow, die hat richtig Magie intus. Und nachdem sie so, ah, okay, gut, look, da ein Schreiben, gib das in deine Eltern daheim. Und, ja. Schickt sie heim, nachher geht sie heim. Ah ja, und sie erklären ihr noch, dass der Kelch eben Magie absaugt und sie würde überleben durch das, eben, weil sie suchen eigentlich, sind immer auf der Suche nach Leuten mit Magie, weil ich weiss nicht, für was sie die Magie brauchen in der Kelch schlussendlich. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich aufgeschlüsselt worden, für was, aber auf jeden Fall brauchen sie unbedingt Magie und durch das können sie sich dort immer entleeren, bevor sie quasi überfüllt ist mit Magie und Fieberanfall und sterben würde und so. Dann geht sie heim, gibt den Eltern das Dokument, erzählt eben, dass sie die könnte länger leben und alles. Und dann schaut das Dokument an, sehen sie eine Vorladung, dass sie müssen vorbeikommen, die Eltern mit ihr zusammen. Sind sie aber gleich nicht wirklich so richtig glücklich, legen sich ihre besten Kleider, was halt als nicht adlige, ja, halt nicht gerade so super ist. ja. Verhältnismässig, die kommen jetzt vorbei und nachher siehst du auch so den Pfarrer, nebendran wieder den blau gewandeten Priester oder adlige Diener, was auch immer. Und denkt der Pfarrer schon so, wenn er so die Eltern anschaut, so, die sind jetzt aber nicht so gehoben gekleidet, oder? Weil sie eben auch mit Geld verzählt hat, von wegen, der hat noch zuerst noch gesagt, von wegen, da müsste sie eben, wenn sie eine Kirchendienerin wäre, irgendwie, ich weiss nicht mehr, wie viel Gold zahlen. Und dann hat sie gefunden, ja, ist kein Problem, kann ich zahlen. Und darum hat er gemeint, die kommt aus einem reichen, wohlhabenden Hause, oder? Hat der Pfarrer gemeint, ein Drecksack. Ja. Weil, dann hat er nach den Eltern gefragt, was sie schaffen, und wo die Mutter sagt, so eben in die Näherin und der Vater da, Torwache und so, der hat er gefunden, boah, hure Gesindel da, das meint die, was meinen die da, die können da irgendwelche Forderungen anstellen, weil eben da der Händler, der Benno und die haben ihr eben noch Tipps gegeben und ihr gesagt, du, schau,
Kille, die sucht verzweifelt nach Leuten mit Magie, weil irgendwie haben sie Aufstand gehabt und das und das. Und darum wollen nicht mehr viele Leute in die Kille arbeiten irgendwie, und weiss auch nicht. Und du bist relativ wertvoll für die noch. Also du so gut wie mögliche Bedingungen für dich aushandeln, oder dass es passt für dich. Und eben nachdem er gefunden hat, das sind nicht das Gesindel, und dann hat er gefunden, nein, die haben doch gar nichts zu sagen. Hat sich so der hure Pfarrer gedacht und dann hat er gesagt, ja, er hat angefangen erpressen und angefangen drohen. Von wegen, ja, schau, du kommst hierher und schaffst, und ihre Eltern haben da gar nichts zu bestimmen. Ich werde euch einkerkern lassen. Und davon geredet, dass er die ganze Familie wird hinrichten und sie Killen nimmt und alles, wirklich alles Böse. So ein richtig sauren Arschloch. Und dann hat sie so einen Wutanfall bekommen, und eben, wie es schon mal passiert ist, hat sich plötzlich ihre Augenfarbe geändert, ein bisschen. Und dann hat sie so wie ein Brander für ihren Besitz ergreifen, weißt du, wie so aus ein Brander würde reden plötzlich. Es ist so gekommen, so von wegen, es gefällt dir eigentlich, meine Familie zu bedrohen mit Mord und Zeugs und Sachen. Und dann hat sie so wieder Darth Vader in ihre Magiekräfte entwickelt und entfaltet, und dann siehst du den Pfarrer so wie er so unsichtbar gewürgt wird, so und auf die Knie runterfallen, so am Röcheln und probieren Luft zu schnappen und so, und der Priester nebendran so, nein, Mädchen, hör auf, aber er hat schon ein schwaches Herz und er wird schon jeden Moment stirbt, und lass uns noch einmal in Ruhe drüber reden, wir machen Hand etwas Gutes aus und so. Und dann lässt sie sich dann noch lange hin und her reden, beruhigt sie sich dann und lässt ihn los. Und dann kommt sie dann, glaube ich, auch wieder zu sich und denkt, was ist jetzt gerade passiert in dir, hä? Was, hä? Sie hat jetzt gar nicht so recht mitbekommen, was sie gerade gemacht hat und so. Und ja, da sitzt sie dann zusammen, dann tut der Priester, der Ferdinand heisst er. tut er mehr oder weniger die Verhandlung übernehmen. Er ist auch nicht so der Fan, glaube ich, von dem huren Asi-Pfarrer. Und dann kann sie dann wirklich relativ gute Bedingungen aushandeln, dass sie mehr Recht hat, eben nicht muss krüppeln, und ich weiß nicht, ob sie noch nebenbei darf ihr das Geschäft weiterführen, eben mit Papier und allem drum und dran, und sie darf immer heimgehen zu den Eltern, zu der Familie heim und so, recht offene Bedingungen. Ja, und alle sind glücklich am Schluss. Und das ist dann auch das Ende von der ersten Season. Okay. Und die zweite habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil ich hasse es anzufangen. Und ja, du kannst es warten, bis nächste Woche die nächste Folge rauskommt. Darum warte ich jetzt. Ich gebe mir das nicht. Ich eben auch nicht mehr. Darum warte ich jetzt vorläufig, bis die letzte Folge rausgekommen ist. Und dann werde ich schnell an einem Wochenende, also am Samstag, Sonntag, schnell durchbingen, binge-watchen. Und dann werden wir sicher über die zweite Season reden, schauen, wie es weitergeht, ob es besser wird, schlechter, ob es gleich bleibt. Ich bin gespannt. Ja, und also wirklich mein Fazit ist, der Typ vom YouTube-Video, den ich gesehen habe, ich stimme ihm voll und ganz zu, aber es ist unter meinem Radar durchgegangen, ich habe es nicht können vorhin. Ich habe es mir gegeben. Es ist emotional gewesen für mich. Ich habe es herzig gefunden, schöne Geschichte und alles. Und auch wenn es eigentlich so ein bisschen banal ist mit der Buchherstellung und so, ist es gleich richtig interessant gewesen. Ja, super Nischengebiet. Ja, wieder mal. Das stimmt, das ist schon nischig noch. Und eben auch da, du hast wieder so ein bisschen Wissen, wo da vermittelt wird von Papierherstellung, eben mit Ägypter, Sumerer und allem drum und dran. Das finde ich einfach immer super und schön. Ich kann es absolut empfehlen, die auch gerne mal so ein bisschen für etwas sentimental stehen, oder muss nicht einmal, auch sonst. Es hat mich wirklich top unterhalten, und es ist auch von mir jetzt ein kleiner Geheimtipp von 2019 geworden. Und in dem Sinn, ja, ist sonst noch etwas, was du willst anmerken oder so? Nein, ich habe auch keine Fragen. Gut, dann wird es Zeit, das Buch zu schliessen. Es ist in sich schön. Also. Danke euch mal wieder fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Ihr findet uns momentan noch auf YouTube oder auch Spotify, unsere Podcasts, wo auch immer ihr jetzt gerade gelost habt. Jo. Oder direkt natürlich über unsere Webseite gamesundrahmen.ch. Dort ist auch der RSS-Feed, den man abonnieren kann, der überall geht. Genau. Weitere Quellen kommen nächstens noch.
Und in dem Sinn, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss zusammen.